Aloha Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal zu diesem Ausblick. Wir haben Dampfer hier im Hafen stehen und zwar die Pobeda. Moment, ihr habt doch die Slava geklickt. Auf der Tamp, hier steht ja Slava drauf. Ja, da ist das gleiche, der Testschiff-Name. Im ersten Augenblick erkennt man sofort, sieht aus wie die Kreml. Ja, ist auch eine Art von Kreml. Auch ein Papierschiff, genauso wie die Kreml. Den Namen an sich gab es irgendwann 1900 mal, da gab es mal ein Schiff in diese Richtung und mehr kann man dazu eigentlich geschichtlich gar nicht sagen. Ist ja eh bei den ganzen russischen Schiffen eher so, dass sie gar nicht real existiert haben und Wargaming hier die Sache so ein bisschen geschichtlich interpretiert hat, wollen wir es mal höflich ausdrücken. Ja, sonst gibt es einen optischen Unterschied eigentlich gar nicht. Es gibt aber einen spieldienlichen Unterschied und der ist bei der Kreml ja eher vorne drinne, 457 mm und so weiter. Und bei der Pobeda, respektive Slava, wie das Schiff dann heißen wird, wenn es in das Spiel kommt, eben eher ein Distanzkampfschiff. Wie genau das Schiff ins Spiel kommt, ist noch nicht 100%ig klar, zumindest mir nicht. Und nach den Recherchen, die ich so angestellt habe, könnte es sein, dass es ein zweites Forschungsschiff ist, sozusagen, dass man von dem T-10-Schlachtschiff der Sowjetunion dann zwei Schiffe hat. Also links die Kreml und rechts eben die Slava. Und man kann sich quasi entscheiden, wenn man von der Sowjetski Soyuz, dem T-9-Schiff, dann wohin man dann wechselt. Möglicherweise. Work in progress, ja. Also das ist das, was man so zwischen den Zeilen liest. Sagen wir mal so. Kommen wir kurz zu ein paar Werten. Unterschied bei der Slava ist schon mal ganz deutlich. Ja, wir haben 108.000 bei der Kreml, wir haben hier 91.800 bei der Slava. Torpedoschadensverringerung auch deutlich geringer. Der Wert bei der Kreml ist über 40%, deutlich drüber sogar. Ich weiß den genauen Wert gerade nicht. Torpedoschadensverringerung hier bei der Slava 29%. Und das nächste Ding ist, die Geschütze sehen zwar gleich aus, aber die haben weniger Durchmesser. Also eure Frau freut sich jetzt nicht so doll, denn hier sind es nur 406 mm. Bei 457 mm bleibt doch einfach ein bisschen mehr beim Feindschiff hängen. Also, wir haben hier 406, dafür könnt ihr weiter schießen. 24,7 Kilometer, die Ladezeit ist schneller. Das ist eigentlich so der Kernwert, was man hier sagen kann. Also, das wird so ein bisschen, das Schiff gleicht sich dann wieder so an die Standardschiffe an, die wir so auf T10 haben. Und es ist eben kein Frontschwein. Es ist ein Schiff, was so ein bisschen weiter dahinter hängt, hinter der Front, so in der zweiten Linie vielleicht. Und von da aus den Schaden macht. Der Sigma-Wert ist hier erhöht gegenüber der Kreml. Man munkelt 1,8, 1,9 eventuell. Und wir haben hier eine Streuungsellipse horizontal von 219 Meter im Maximum. Nur mal so zum Vergleich. Die Kreml hat auf 20,7 Kilometer 245 Meter, also um die 240, 250 Meter auf jeden Fall. Und wir haben hier 219, obwohl wir 24,7 Kilometer schießen und diese Werte sind ja immer auf die maximale Feuerreichweite gerechnet. Das heißt, ihr habt schon mal ein Gefühl, wie viel genauer die Slava sein könnte. Work in progress. Ich weiß, ich wiederhole mich mit Work in progress, aber ich sage es lieber immer wieder, damit das hier auch nicht zu irgendwelchen Missinterpretationen kommt. Bei der Flugabwehr, bei der Manövrierbarkeit und bei der Verborgenheit gibt es aktuell kaum Unterschiede. Zumindest habe ich jetzt so schnell keine gefunden. Und ja, das ist eigentlich schon fast alles, was man sagen kann. Wir sind noch bei den Verbesserungen. Da gibt es noch einen Unterschied und zwar bei der Kreml. Da gibt es ja diese Schadensbegrenzungsteams nur in begrenzter Anzahl und Aufladung. Hier bei der Slava wird das Schadensbegrenzungsteam unendlich häufig. Also so wie bei allen anderen Nationen und Schiffen in diesem Spiel bis auf die Oktoberrevolution und eben die sowjetischen Schlachtschiffe verfügbar sein. Das heißt, hier ist der Cooldown dann ein bisschen länger, man muss wieder ein bisschen taktischer denken und kann nicht vorne reinfahren und schnell die Ladung durchklicken, um einfach länger zu überleben, wenn man x-mal brennt. Ja, das war's schon mit der Vorschau zur Slava. Gucken wir uns hier nochmal kurz ein bisschen das Schiffchen nochmal ein bisschen näher an, so ein paar Studienaufnahmen sozusagen und dann sage ich einfach vielen, vielen Dank. Ja, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet hier aus dem Video eine Kleinigkeit mitnehmen, halt einen Ausblick, eine Vorschau. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo. Empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, dann habt ihr jetzt was Richtiges gemacht, denn hier werden auch weiterhin sehr spannende YouTube-Videos und Livestreams und Infovideos für euch über die Flimmerkiste laufen. Also in dem Sinne, ich sage danke, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.